Und damit herzlich willkommen zurück in FIFA 15. Wir haben noch 3 Spiele, wir brauchen 5 Punkte. Ja, wird gar nicht mal so einfach, muss ich ehrlich gesagt zugeben. 2 Siege wären toll, muss ich ehrlich sagen. Ansonsten, wie immer, na, nicht wie immer. Mittlerweile sind wir mit Borussia Dortmund unterwegs. Irgendwie klappt es momentan nicht so recht mit Real. Dann wollen wir das mal versuchen. Ich hoffe, dass es gescheit klappt mit Dortmund. Real will irgendwie momentan nicht. Besonders abwehrmäßig. Tore schieße ich ja genug. In der Abwehr läuft gar nichts. Also denn, wollen wir mal starten. Und los geht's. Hello and welcome to this broadcast of this matchup. Your commentary team, Martin Tyler and Alan Smith. Komm schon, Aubameyang. Ja, die Mitte. Große Chance! Alter Schwede gegen PSG. Okay. Reinhängen, reinhauen, Leute. Der Sieg ist so dringend wichtig. Selten so wichtig gewesen. Wenn ich nicht gewinne, dann kann ich schon im nächsten Spiel absteigen. Und so ein Druck tut einem nicht gut. Ja, Abstoß. Wusste ich doch. Wunderbar. Wie spiele ich den? Ein bisschen weiter. Hep. Und zack. Ah, shit. Ich wusste, dass er das macht. Fast hätte ich ihn noch gekriegt. Ja, das klappt alles noch. So, durch die... Boah, Leute. Ihr verarscht mich doch hier vollends. Marco Reus. Keine gute Aktion. Jetzt wird's besser. Schöner Pass. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Ist ja unglaublich. Dass der nicht hinten liegt. Oder ich vorne. Was ist das eigentlich für ein Biest von Torhüter? Ah, schade. Dranbleiben. Konter aufhalten. Ja, das macht er nicht gut. Und zack. Wieder runter. Und unten ist alles frei momentan. Drehen wir einmal rüber. Und ganz oben ist wieder alles frei. Wieder in die Mitte. Und durchstecken. Kagawa, einmal die Drehung. Kagawa! Alter, es wird lustig hier. Wenn der noch mehr hält, dann habe ich echt ein Problem. Gut gespielt. Jetzt oben rum. Na, komme ich nicht mehr ganz dran. Dranbleiben. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Und weg mit. Das ist nicht so richtig weg. Ja, jetzt ist es schon ganz gut. Er legt mir dann nämlich wieder vor. Und Aubameyang läuft. Ah, Druck machen. Damit kommt er nicht so recht klar. Wobei der eh nicht so gut ist, meiner Meinung nach. Aber hey, steht 0-0, also alles noch offen. Und das ist, was mich stört. Gut gespielt. Gündogan. Verdammte Scheiße! Kann eigentlich nicht wahr sein. Was ist das für ein Torhüter? Really
Nein. Nein. Alter, Weidenfeller kommt von selbst raus und dann nimmt er den letzten Meter. Den nimmt er nicht. Oh, ist ja nichts passiert. Von daher ist okay, aber das ist ja, ja grauenhaft. One way you can guarantee in any country winning a league title, PSG proved it again. Get Ibrahimovic in the squad. Yes, he has got a certain knack, hasn't he? Wherever he goes, they finish. Schade. He's not disappointed once again, and he just seems to keep on scoring goals. What a character. Gut gemacht. Komm schon, unter Druck setzen. Komm hinterher. Oh, mir ein bisschen schnell. Oh oh. Na, so schnell ist Ibrahimovic nicht. Oh oh, jetzt wird's schwierig. Jetzt fängt er an zu tricksen. Und weg mit. Ah, das kann nicht wahr sein. Ich hasse solche Spiele. Du siehst es kommen, weil du deine eigenen Chancen nicht nutzt, aber der Torhüter ist so saustark. Alter, nein, das schafft Druck. Mmh. Ah, jetzt ist die Verbindung auch noch scheiße. Alter, es ist unverdient. Das gibt's ja gar nicht. Okay, ich muss jetzt lockerer auftreten. Ich will nur nicht absteigen. Yes! Hinterher, los, zweites Tor machen. Das ist absoluter Witz momentan, das Ergebnis. Es können 2, 3, 4 Tore müsste ich führen. Komm, Reus. Zweikampfverhalten, sehr stark. Kagawa, das war nichts. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, Schmelzer, du dämlicher Affe. Den musst du wegkicken. Stellt euch vor, da wäre das Tor gewesen. Ich hätte ihn umgebracht. Go. Go. Mann, kann ich auch gar nichts reinmachen momentan. Das kann doch nicht wahr sein. Oh shit, oh shit. Den habe ich gesehen, aber viel zu spät. Dranbleiben. Puh. Hätte annehmen können. Müssen. Oh, wieder unten hin. Weiter weg. Also bis vors Tor läuft es immer gut. Nur vor dem Tor. Da läuft es nicht so gut. Ey, Leute, er ist ein Foul. Und ganz unten. Oh, oh. Das kann doch alles nicht wahr sein, Leute. Seht ihr das denn nicht? Ey. Ihr kann doch nicht alles steuern in dem Moment. Das ist so lächerlich, dieses Ergebnis. Wow. Hat fast keine Chancen. Macht 2 Tore. Weidenfeller. Alter. Marcel Schmelzer. Marco Reus. Nicht zu dem, nicht zu dem, nicht zu dem, nein. Naja, zum Glück keine aus. Ich glaube, das war aber eigentlich eins. Aber da sollte er nicht hin. Den konnte man gut durchstecken zu Aubameyang. Und der kann den Ball, der vertändelt einfach den Ball. Ah, ich habe eh 1000 Chancen wahrscheinlich wieder. Oh, in der zweiten Hälfte. Ich muss einfach eine machen. Das war nicht gut. Das war nicht gut. Und weiter geht's. Angriffe von mir. Und er kontert. Leute, ihr seid so schwach in der Abwehr auch. Bitte irgendwer. Oh. Ey, ich bin momentan echt nicht sicher, was sowas angeht. Mein Team tut dir Übriges dazu. Guck dir das mal an. Oh,
Okay. Alter, das ist wieder ein Foul. Und wieder steht da keiner. Da steht einfach keiner. Ein Punkt reicht hier eigentlich nicht. Ah, ich darf diesen Druck nicht haben. Ey, wenn ich das überstehe, hier in Liga 1 zu bleiben, dann hat das echt Sensationswert geradezu. Zweiter Versuch. Wollen wir nochmal? Diesmal decke ich ihn. Das dürfte der hier sein. Na, diesmal macht das anders. Oh, scheiße. Vierter Eckball. Ich decke ihn, ich decke ihn, ich decke ihn. Der andere bleibt innen drin. Okay, was hat er vor? Er holt da einen rüber, da einen hin. Da ist einer. Oh. Das reicht jetzt dann auch mal. Keiner will irgendwie frei sein. Der da. Nein, der nicht. Der nicht. Oh Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Der nicht. Ey, verarsch mich doch. Der Druck ist hoch. Es ist unangenehm. Ich bestreite ungern zum Beispiel Finals. Und das sind so irgendwie, in Anführungsstrichen, welche. Komm. Yes. Okay, wir gehen jubeln. Ich hab Bock auf jubeln. Yeah, yeah, yeah. Oh, scheiße, Alter, ey. Jetzt habe ich nicht mehr. 2-2 ist zu wenig. Aber es wäre zumindest so, dass wir dann nur 4 Punkte brauchen bei 2 Spielen. Das bedeutet, ein Sieg, ein Unentschieden wäre dann möglich. Dann muss ich nicht beide gewinnen. Aber eigentlich ist hier ein Sieg. Also, das ist so verpflichtend, hier einen Sieg mitzunehmen. Und ich stehe so unsicher. Und ich stehe sicherlich nicht besser im nächsten Spiel, wenn ich überhaupt nicht verlieren darf. Jetzt darf ich ja noch. Und trotzdem bin ich schon unsicher ohne Ende. Weg mit. Nein. Leute, nein. Ich bin noch nicht ein einziges Mal abgestiegen. Wir werden jetzt nicht damit anfangen. Ja, das ist im Rahmen, da ist alles okay. Das hat er selber nicht mal gedrückt. Da gehe ich mit. So, schön gespielt. Alles wieder gut. Alles in Butter. Das war knapp. Dass da unten auch keiner... Nein! Das ist doch ein Witz von Pass. Da unten läuft einer entlang und der passt den Weg. Das ist doch ein Scherz. Ey, ich fasse es einfach. In so vielen Momenten fasse ich das nicht. Kriegst du echt die Krise. So eine schöne Idee gehabt. Dann baut der so ein Bullshit. Ja. Das war jetzt ein Fehler von mir. Hol ich mir den. Ja, so auf dem Weg halt. So, alles wieder gut. Abseits. Oh, das muss man nicht pfeifen. Oh, scheiße. Okay. Und jetzt komm. Das darf nicht unentschieden ausgehen. Also er darf noch viel weniger gewinnen. Ja,
Das habe ich nicht unbedingt so gesehen. Nur sage ich danke noch. Grauenhaft, so ein Pass von mir. Ich meine, das bin jetzt ich. Sowas habe ich gespielt. Dämliche Idee. Warum spiele ich solche riskanten Pässe? Warum nicht einfach sowas Leichtes wie das hier? Auch wenn es jetzt hier nicht geklappt hat, aber das ist doch viel sicherer. Und intelligenter. Bitte, Leute. Kassiert nicht noch eins. Sonst sind die Probleme noch viel größer. Nein, ich gewinne hier gar nichts, um ehrlich zu sein. Beiden Fellow, gut gemacht. Das wird wohl so ziemlich gewesen sein. Dann kannst du ja noch versuchen, das war's. Es ist zu wenig. Viel zu wenig.